Also, wir gehen jetzt endlich los, ja, an unserem ersten Tag. Ich wollte, dass du noch ein bisschen über gestern erzählst. Was soll ich erzählen? Also, wie es war, wir waren ja ewig unterwegs, wir haben so viel gemacht. Was haben wir denn alles gemacht? Wir waren essen, haben die Lichtershow gesehen und waren auf dem One, Altitude. ja, Also auf so Rooftop einer Bar. Bar. Ja, genau. Also, Streetfood habt ihr ja gesehen, das war mega. Wie hat's Essen geschmeckt? Gut. Wir hatten ja sau viel und das Doofe war. Die Dumplings waren gut. Ja, ich habe so gedacht, oh yes, Dumplings, ihr wisst es ja. Und dann macht Niklas so den ersten Biss und dann schaut er mich so an und sagt, da ist Fisch drin und ich mag ja keinen Fisch. Und dann konnte ich leider keine Dumplings essen. Aber ich habe jetzt schon ein anderes Restaurant rausgesucht, also wir gehen irgendwann noch hier Dumplings essen. Und ja, auf jeden Fall, die anderen Gänge waren lecker. Wir hatten ja eben drei verschiedene Sachen. Ja, bis Dann, auf das, was der Knochen drin war, das war nicht ja, so geil. genau, in dem Roasted Chicken war nämlich noch ein bisschen Knochen drin. Aber damit haben wir ja nicht gerechnet. Also erstmal, Niklas, dein Befinden Alter, gerade ich bin in voll dem Moment. müde. Oh, Ja, aber ich hatte bin ja immer Jetlag. müde. Nein, nicht, ich kenn Jetlag. Ich habe ja gut geschlafen und so, ich bin ja Ja. trotzdem müde. Aber wir haben übrigens sehr gut geschlafen, fand ich. Also wir haben über 9 Stunden und ich finde, ich hab voll tief geschlafen und mich war auch echt ein bisschen kaputt. Ja, auf jeden Fall ging das weiter. Also mit dem Roasted Chicken haben wir irgendwie, also damit haben wir nicht gerechnet, dass da Knochen drin sind, aber im Großen und Ganzen war das Essen total lecker. Die Atmosphäre war cool, die Crew war sau cool und es war eben super beeindruckend. Das stimmt. Und genau, dann sind wir weiter zu der Lichtershow. Die haben wir zum Glück gerade noch so geschafft. War dann auch sehr schön. Also es ist halt total beeindruckend, wie viele Lichter und alles in Singapur und es ist einfach nur so. Wow, also einfach nur krass. Dann sind wir in das One Attitude, also in die Rooftop-Bar und ja, da hatten wir so eine mega krasse Aussicht. Also wir waren echt so hoch, ich weiß gar nicht, in welchem Stock wir waren. Wir waren auf jeden Fall über 60. Keine Ahnung, es war auf jeden Fall so krass. Also man konnte so weit schauen, es ist einfach irgendwie übertrieben gewesen. Also es wurde irgendwie alles immer noch so um eins nochmal getoppt und es war echt krass. Und danach sind wir dann tot und fertig ins Bett gefallen und jetzt gehen wir los. Unser Plan ist jetzt, dass wir jetzt noch schnell zu Chinatown gehen. Ich will da irgendwas angucken, so ein Buddha oder so Buddha. Ich weiß nicht, ich nehme euch einfach mit, also bleibt auf dem Laufenden. Ja, und dann haben wir geplant, eine Katamarantour mit der Crew zu machen. Also die geht 4 Stunden lang. Es gibt dort auch Essen irgendwie. Das ist eine Sunset-Tour. Man fährt danach wieder auf die Skyline von Singapur zu. Wir sind auf jeden Fall gespannt und freuen uns. Es geht um 3 Uhr, glaube ich, bei uns los und dann um 20 Uhr sind wir fertig. Und dann möchte ich noch, wenn wir das heute schaffen, noch heute Abend in Nacht zu gehen. Also hier gibt es so eine Night Safari-Tour, wo man halt die nachtaktiven Tiere beobachten kann. Und ja, ich hoffe mal, dass mein ganzes Sightseeing-Programm alles so läuft und dass wir das alles gut durchhalten. Und dann gehen wir jetzt mal los. Also ich würde sagen, ich wünsche euch hier viel Spaß. Also ich glaube, wir sind da. Aber ich kann. Ah, da, Chinatown, Singapur. Guck mal. Ich hab's gesehen. Okay, also wir sind zumindest richtig. Und ich glaube, das ist der Tempel Buddha, irgendwie, den ich anschauen wollte. Wow, das ist das Coole. Ich muss auch gleich ein Foto machen. Das ist ja so ein Tempel. Und in den gehen wir jetzt rein. Also Sri Mariam Tempel. Wir müssen mal wie immer unsere Schuhe ausziehen. Das ist jetzt der Tempel, zu dem ich wollte. Ja, und er sieht sehr, sehr, sehr chinesisch aus. Also ich habe mich jetzt schon mega gewundert, weil der davor sah irgendwie jetzt fand ich nicht so chinesisch aus, aber der ist jetzt wieder typisch. Wie ist die Stimmung gerade? Es ist heiß und wir sind ein bisschen müde. Schau mal, und das sind lauter Räucherstäbchen. Ho, ho, ho.
Schaut mal, was wir jetzt haben. Nochmal zweiter Anlauf. Nochmal Dumplings. Juhu, so jetzt die ersten Mal mit Fleisch und nicht mit Fisch. Was sagst du? Ja, das sind, aber die sind sauer. Klappt sogar. Muss ich jetzt eigentlich hier wieder den Testperson spielen, aber... Perfekt. Füße mit Fleisch. Schau euch das an. Das ist wie Urlaub heute. Oh mein Gott. Also, welche Yacht nehmen wir? Wow. Ich freue mich auf jeden Fall mega, weil ich war auch noch nie auf einem Katamaran. Also... Warst du schon, Niklas, auf dem Katamaran? Ach so, Niklas auch noch nicht. bitte, ist das Wasser blau? Wie geil. Oh, ich freue mich. Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Ich freue mich. Oh, oh, oh. Geilen Tag heute. Gehen wir mal hoch. Oder wo geht man denn hoch? Hier ja, an der Seite. Voll die gute Aussicht auf uns. Wie geil ist das bitte, Leute? Oh mein Gott, ich freue mich so. Schon untergegangen. Schaut mal, by the way, wir haben hier für ein Taxi, ist ausgegangen übrigens, dann nochmal, press for Taxi und dann leuchtet es da hinten. Auf jeden Fall leuchtet das Symbol dann da und dann wissen halt die Taxis, dass sie uns abholen müssen. Mega krass, oder? Voll gut organisiert. Wir sind back von unserer Katamaran-Tour. Es war heute bombastisch, ein geiler Tag. Hammer, 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 hammermäßig. Wie hat es dir gefallen? Mega geil. Ja, wir haben 1000 Bilder gemacht, wir haben so oft gefilmt. Wir waren 4 Stunden jetzt auf dem Boot. War mega geil. Das haben wir sonst noch so. Ja, davor sind wir herumgelaufen. Das war ich heute auch ganz cool. Heute Morgen haben wir ein bisschen Sightseeing gemacht. Bisschen eben die Tempel angeguckt. Das war für dich, fand ich sehr interessant. Und das war, warum waren die Tempel für mich interessant? Weil du sowas ja noch nie gesehen hast. Tust du, als wäre ich richtig gläubig.
Ja wohl nicht. Nee, aber was ich sagen muss, der buddhistische Tempel, in dem wir waren, das war bis jetzt, fand ich, der schönste, in dem ich bis jetzt je war. Weil sonst irgendwie dürfte ich auch immer nie drin filmen oder sonst irgendwas. Und das heute war echt sehr cool, sehr freundliche Leute, war schön. Und ja, die Katamarantour, die war irgendwie der Hammer. Also ja, wir sind im Wasser ewig gewesen, es war hammer heiß, das Wasser ist schön warm. Der Tag hätte heute eigentlich nicht enden müssen. Aber der Strand war auch gut. Ja, der Strand war gut, der Sand, der war wie Pulver und wir hatten jetzt echt eine schöne Zeit. Der Katamaran war saugeil, vor allem wir waren 8 Leute und wir hatten das Boot für uns, also das war mega krass. Ja, das stimmt. Also wir haben jetzt auch gesagt, super, auch dass einfach keine anderen Leute da sind und ja, es war jetzt heute echt so richtig zur Ruhe kommen und so. Heute machen wir jetzt auch nicht mehr viel. Morgen steht wieder lauter Sachen auf dem Programm und wir gehen jetzt schlafen. Bald. Ja. Ja, ich habe also, vielleicht noch Hunger. Echt? Ja, dann essen wir noch Bananen, was essen. Ich weiß nicht, ja, okay. Stimmt, wir haben noch ganz viel Obst gekauft und so. Ja, und dann gucken wir mal. Wir müssen ja auf jeden Fall noch in Garden of the Bay die Bäume anschauen, also die Lichtershow bei den geilen Bäumen in Singapur. Und dann haben wir jetzt entschieden, dass wir die Nacht zu morgen machen, damit wir eben morgen Abend auch noch ein bisschen Programm haben und so. Und dass es nicht so viel auf einmal ist. Und ja, dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss. Leute, also guckt mal, wo wir gerade auf dem Weg sind. Wir sind auf dem Weg in die Lobby, weil wir haben etwas zu essen bestellt. Also Niklas hat jetzt noch mitten in der Nacht 22.40 Uhr Hunger bekommen. Und jetzt haben wir nochmal Dumplings bestellt. Geklappt. Wow. Wir haben unser Essen. Mal gucken. Thank you, goodbye. Ta-ta-ta-ta-ta. Das erste Mal, das sind jetzt Fried Dumplings. Dann hier ist die Dumpling-Suppe drin. Ja, aber die sind jetzt einmal wirklich ja, die sind gebraten. Ja, weil wo wir am Montag, Sonntag, ja, auch mal wieder angekommen sind, da war das ja nicht so. Und hier, das sind noch andere normale Pork Dumplings drin und wir haben ein paar Stäbchen bekommen. Hier das Dumpling Soup und hier ist unsere Soße eingepackt in so einem kleinen Päckchen. Die kommt jetzt hier rein und dann nam, nam, nam. Guten Appetit!